Konnichiwa, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zum wahrscheinlich letzten Part dieses Let's Plays von Sid Meier's Civilizations 5 mit dem Reich der aufgehenden Sonne, beziehungsweise kurz oder knapp auch einfach mit Japan. Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass wir heute die Weltherrschaft erlangen werden. Oh, das klingt so schön. Weltherrschaft. Aber bevor wir diese erlangen können, müssen wir erstmal den Schweden noch aus dem Weg räumen. Aber zuvor ist der Siamese dran, der ja schon letztes Mal von uns auf die Schnute gekriegt hat. Jetzt kriegt er noch einen auf die Schnute. Aber das kennt er ja schon. T-34 rückt vor. Ja, wie gesagt, das dauert jetzt ein bisschen. Jawohl, auch die Stadt haben wir erobert. 190 Goldstücke und ein Kunstwerk haben wir erbeutet. Sehr schön. Wunderbar. Gut, dann Zerstörer, besiegelt das Schicksal des Siamesen. Ja, ich sage auch Lebewohl. Zweimal von uns besiegt. 6 Kunstwerke. Nicht schlecht. Die Zivilisation Siam hat ihre Hauptstadt verloren. Jawohl, wir haben jetzt damit 6 Hauptstädte. Und das letzte Volk ist der Schwede. Vielen Dank, liebe Flugzeuge. Das habt ihr sehr gut gemacht. Genau, es gibt noch mal eine Beförderung. Ihr könnt eigentlich alle die Stellung halten. Ich brauche euch nicht mehr. Ihr habt großartig gekämpft. Es hat riesen Spaß gemacht, die Marine zu befehligen, muss ich sagen. Also wirklich riesen Spaß. Aber jetzt werden wir tatsächlich wahrscheinlich direkt kurz und knapp mit den Feind abrechnen. Ach, hier waren die. Ja, jetzt sind sie nicht mehr da. Jetzt ist ja das Reich besiegt. Der Irokese, sag ich schon. Der Siamese. Nein, wir bauen nicht das Manhattan Project. Ihr baut einen Flugplatz. Flugplatz. Auch wenn wir modern sind, müssen wir nicht grausam sein. Wir besiegen unsere Gegner mit konventionellen Waffen. Denn wir wollen sie nicht vernichten. Wir wollen sie mit uns vereinen. Ja. Das ist unser Ziel. Keine totale Vernichtung. Das muss nicht sein. Universität. Werkstatt. Wir reichen unseren besiegten Gegnern die Hände. Auf dass die Ländereien erblühen. Die Leute lachen, die Kinder lernen und so weiter und so weiter. Ich weiß, ihr denkt auch, was labert der da? Aluminium, was wir eh nicht mehr kriegen werden. Ja, der Schwede hat uns denunziert, Freunde. Das macht mich sehr, sehr traurig. So traurig, dass wir den letzten Krieg dieses Spiels entfesseln werden für diese Frechheit. Hättest du mal die Schnauze gehalten, Schwede. Du hättest noch eine Schonfrist gehabt. Aber du quälst dich eh nur noch. Also was soll's. Ja so. Genie. Es wird Zeit für deine Erlösung. Krieg. Captain Gars, komm mal, bin ich geglaubt, oder wird jetzt ute Krieg gehen? So, mit deinem paar Holzschiffchen, die du da hast. Süß. Schiff, Feuer. Schiff, Feuer! Schiff, Feuer! Schiff, Feuer! Ach, das war ein Zerstörer. Ups. Egal, passt schon. Schiff, Feuer! Schiff, Feuer! Schiff, Feuer! Das reinste Massaker hier. Wahnsinn. Schiff, Feuer. Schiff, Feuer.
Panzer. Ah, oh, die kommen noch nicht an Land. Schade. Die auch nicht. Die könnten in einem Zug die Stadt erobern. Nein, wir warten noch damit. Beschütz mal das Frachtschiff. Genauso auch hier. Unser Zerstörer ist jetzt ein bisschen hastig vorgestoßen, aber macht nichts. Am Ende hat er sowieso keine Chance dagegen. Davon mal ab. Also das wird ein kurzer Krieg werden. Das wird wirklich schnell gehen. So, einmal das Uran sichern, das wir sowieso nicht mehr brauchen. Weder zur Energiegewinnung noch für irgendwas anderes. Warum ist hier jetzt eigentlich eine Extraschiene? Was soll das? Ach, deswegen. Haben die besser gebaut, als ich gedacht hätte. Na gut. Aber ihr könnt hier mal stattdessen einen Bauernhof bauen, weil hier ist noch ein bisschen Fluss. Das ist ganz gut, das kann man noch nutzen. Ich wollte gerade sagen, der traut sich jetzt nicht mit seiner Tririere uns anzugreifen. Das wäre was Neues gewesen. Aha, er hat einen großen Händler. Steve Jobs, guck an. Alter, wie viele Siedler er auch einfach hat. Er hat 3 Siedler, er könnte 3 Städte bauen. Aber er kann nicht, weil er eben, tja, nicht raus kann. Große Persönlichkeit in Kyoto wurde geboren. Um wen handelt es sich denn? Bi Sheng, kenne ich nicht. Sagt mir nichts. Keine Ahnung. Ja. Die siamesischen Städte werden jetzt alle direkt angebunden. Wunderbar. Oder wurden angebunden. Wie gesagt, die Schiffe können eigentlich alle so stehen bleiben, wie sie sind. Weil der Schwede ist das letzte Volk, das noch da ist. Und so weit wie der jetzt zurück hinterher hängt. Er traut sich ja nicht mal unsere Schiffe anzugreifen richtig, außer mit seinen Städten selber. Also von daher... Was soll's. Also es wird eine recht kurze Aufnahmesession, meine Damen und Herren. Aber damit habe ich schon gerechnet, dass es ziemlich kurz wird. Da kommst du nicht ran, dann feuer hier rauf. Feuer frei. Kannst ruhig nah an die Stadt ranfahren, weil die wird kaum was bringen. Und tschüss. Bin ja mal gespannt, wie die Bilanz des Schweden gleich aussieht. Ich will gleich mal gucken. Spaßeshalber. Ich will einfach mal wissen, wie die Bilanz sich jetzt geändert hat. Durch die ganzen Verluste. Alter. Das reinste Massaker. Echt. So, und jetzt lass uns mal gucken, wie seine Bilanz aussieht. Ach, ja, so. Kann man nicht, schade. Vielleicht hier rüber. Demografie, nein. Diplomatie. Sieht man nicht, schade. Nee, sieht man nicht, schade. Ich hätte nämlich gerne mal gewusst, ob sich seine Gewinne jetzt erholt hätten oder nicht. Weil ich denke mal, ja. Weil eben halt sehr viele Militäreinheiten hier sind. Feuer, Feuer, Feuer. Eieieiei, das ist schon böse. Eieieiei. Ja, guck mal, denn, die schwedische Hauptstadt würde lange genug halten. Ist ja interessant. Wird hier gerade ein Weltwunder gebaut? Ja, sogar 2. Einmal das Pentagon und einmal der Christo Redentor, genau, danke. Ich kam jetzt nicht drauf. Irgendwas mit Christo, das wusste ich. So... Da der Schwede hier ja kaum vertreten ist, der ist ja nur in seiner Ecke, sind die U-Boote für uns nicht mehr wirklich von Nutzen. Weil eh die da sind, ist der Krieg längst vorbei. Ach, guck mal, hier ist auch noch Uran. Aber das wird unberührt bleiben. Die Panzer können an Land gehen. Was für ein epischer Kampf. Speere gegen Panzer. Wer wohl da gewinnen wird? Klauen wir uns schon mal die finnische Hauptstadt, Helsinki. Und damit gehört Helsinki zu uns und wird natürlich annektiert, wie es sich gehört. Werkstatt. Sehr schön.
Nein, wir werden die Stadt natürlich nicht vernichten. Ich behalte immer gerne die Städte meiner Gegner. Weil die haben auch so ihren Nutzen. Funkturm. Ich weiß, es gibt durchaus Leute in meinem Bekanntenkreis, die tatsächlich die Städte der Gegner vernichten und danach ihre eigenen draufbauen. Das weiß ich, dass es die Leute gibt. In Civilization. Aber ich gehöre nicht zu dieser Sorte dazu. Das kann ja auch jeder so für sich machen, wie er oder sie es gerne möchte. Aber mein Spielstil ist das nicht. Ihr könnt euch nach oben verpieseln. Genau, hier ist auch angeschlossen. Dann baut ihr da nochmal ein Schienennetz und dann ist gut. So, die können sich nochmal heilen. Und die nächste Runde, die wahrscheinlich dann auch die vorletzte. Alter! Mein Gott, was kommt denn da uns alles entgegen auf einmal? Also in Masse hat er eine ganze Menge, aber es bringt ihnen nichts. Sitting Bull, großer General. Aha. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das kommt aus die Bibel, Matthäus 11, 28. Christo Redentor, Kulturkosten bei Einführung einer neuen Politik sinken um 10%. Schön. Bringt uns nur nichts mehr, weil wir sind eh gleich fertig. Ja, U-Boot. Hast uns gute Dienste erwiesen. Auch du hast gute Dienste erwiesen. So, Schlachtschiffe. Feuer. Schlachtschiff. Feuer. Ich denke mal, die Hauptstadt wird noch am ehesten durchhalten. Begleite man das Transportschiff. Nächste Runde können die landen. Hier geht man dahin. Also jetzt werde ich den Part auch nicht mehr beenden. Das ziehen wir jetzt durch. Das ist jetzt der letzte Part. Ne, ich habe das jetzt vorhin noch gemacht. Beim vorherigen Part. Jetzt mache ich das nicht mehr, weil es lohnt sich nicht. Weil wir machen den Schweden sowas von platt ohne weiteres. Wäre auch ein Skandal, wenn ihn nicht so wäre. Das geht wirklich nur in Civilization 2, dass hochmoderne Zerstörer gegen Musketiere verlieren. Das werde ich nie vergessen, echt. Ich habe übrigens gerade zugelassen, dass eins unserer Schlachtschiffe in die Reichweite der Stadt kommt. Geht ja gar nicht. Die Stadt wird eh gleich erobert. Feuer. 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 Da, das bringt euch nur leider nicht viel. Panzer, vorwärts. Ja, Panzer, einfallen. Hat er gerade einen großen General gekriegt? Sehr schön. Eure Stadt ist konvertiert. Zu einer anderen Religion übergetreten. Ach so, ja, okay. Von mir aus. Das ist mir ziemlich wurscht. Panzer rücken vor. Panzer bleiben da. Zerstörer kann auch vorrücken. Der lässt sich aber auch nochmal ein bisschen behandeln. So. Gut. Dann fangt ihr schon mal an, eine Werkstatt zu bauen. Außerdem Krankenhaus, Opernhaus und nächste Runde. Ein Archäologenteam ist fertig geworden. Irokesisch. Was haben wir denn hier? Geplünderte alte Ruinen. Perlen geplündert von Irokesenland. Antike. Ja, nehmen wir das Artefakt. Wir hätten hier auch ein Monument errichten können, aber nö. Warum? Lohnt sich doch eh nicht mehr. So, den können wir befestigen. Auch den können wir befestigen. Das ist erledigt. Und jetzt plündert er seine eigenen Länder rein. Wow. Wow. Ja. Das ist wahnsinnig dumm, Schwede. Wirklich.
Es ist wirklich wahnsinnig dumm. Ah, naja, gut. Muss er ja wissen. Schiff. Feuer. Schiff. Feuer. Schiff. Feuer. Schiff. Dahin. Feuer. Vorrücken. Feuer. Feuer. Schiff. Feuer. Ja, so viel mal dazu. Panzer. Vorrücken. Tja, so viel zu deinem Bautrupp. Panzer. Das war deine Karawane, das war dein großer General und deine Stadt schnapp ich mir auch. Jetzt dauert das wieder, bis es geladen hat. Ach ja, schön, dann kann ich in der nächsten Aufnahme schon mit dem Nachfolger anfangen. Also dafür, dass wir im ersten Versuch so derart gefailt haben, hat der zweite Versuch umso besser geklappt. Und das ist derselbe Schwierigkeitsgrad. Es ist nur eine andere Karte. Es hat sich sonst nichts geändert. Gut, ich habe den Azteken vergessen. Okay. Aber ansonsten hat sich ja wirklich nichts geändert. So. Feuer. 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 Ich bin jetzt noch am Überlegen. Nö, ich quäle euch nicht weiter. Wir erobern... Und ich quäle weder euch noch den Schweden. Wir beenden es jetzt direkt, indem wir Stockholm besetzen. Und damit die Weltherrschaft erringen. Bring uns den Sieg. Jetzt dauert es erstmal, bis er das alles berechnet hat. Aufgehende Sonne, Errungenschaft freigeschaltet. Die Welt wurde vom Krieg zerrüttet. Viele große und mächtige Zivilisationen sind gefallen. Doch ihr habt überlebt und seid siegreich hervorgegangen. Die Welt wird sich lange an euren glorreichen Sieg erinnern. Jawohl, der glorreichste Sieg war der gegen die Irokesen und den Deutschen. Nur noch eine Runde. Ja, wir haben es geschafft, meine Damen und Herren. Wir haben Civilizations 5 mit dem Reich der aufgehenden Sonne durchgespielt. Jetzt gibt es keine Gegner mehr, es gibt nur noch Freunde. Ja gut, die Barbaren halt, ne, aber mein Gott. Wir haben einen Propheten erhalten, schön für die Propheten. Ja, liebe Freunde, was soll ich euch noch erzählen? Wir haben es geschafft. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass es so schnell jetzt der Fall sein würde. Wobei, ja, wir haben nicht mal die 50... Ich hätte wirklich gedacht, wir würden noch die 50 überschreiten, aber nein. Wir haben die 50 Parts nicht mehr überschritten. Im Gegenteil. Wir haben sie sogar unterboten. 48 Parts hat der zweite Versuch gebracht. Und ja, wir können jetzt wirklich nur noch hier anfangen, die Ländereien zu reparieren, die der respektlose Schwede selber zerstört hat. Was der Scheiß soll, werde ich nie verstehen. Oder Nobunaga hat das Spiel mit dem Siegtyp Herrschaft gewonnen. Jawohl. Wir haben gesiegt. So sieht es aus. Krankenhaus. Krankenhaus. Ja, also wie gesagt, ein wirklich wahnsinnig geiles Spiel. Also Civilization 5 kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Es macht wirklich viel Spaß. Je nach Kartentyp natürlich auch mehr oder weniger mit Schwierigkeiten. Ne, ihr habt ja gesehen, auf Kontinente, da bin ich ja krachend untergegangen. Obwohl, da war der Irokese ja wirklich riesig. Das war ja gewaltig, was er sich da aufgebaut hatte. Aber ich muss sagen, ich bin mit diesem Versuch wirklich mehr als zufrieden. Auch finde ich das mit den mit der Musik finde ich klasse geregelt, mit den Spezialeinheiten und es gibt ja auch Spezialgebäude noch dazu. Wir sind 1982 übrigens fertig geworden, also noch vor meiner Geburt, ja. Muss man sich mal vorstellen. Ich denke mal, ein Ründchen machen wir noch, wa? Und kann ich euch großartig noch erzählen? Eigentlich nicht mehr viel. Wir zocken jetzt halt nochmal ein kleines bisschen so.
um während das in mein, so ein bisschen mein Resümee zu ziehen. Also wie gesagt, das ist jetzt die Version gewesen, wo wir mit allen DLCs gespielt haben. Wir werden nochmal eine Version ohne DLC spielen, hatte ich ja schon gesagt. Ich werde mir da nochmal ein Volk raussuchen, das wir dann nehmen können, weil einige Völker fallen dann nämlich weg, wie zum Beispiel der Schwede. Das ist nämlich ein DLC-Volk, soweit ich weiß. Da werde ich dann mal ein Volk... Ja, ist klar, das ist, dass wir, dass nur noch wir das sind. Das ist logisch, weil wir haben ja gewonnen auf Herrschaft. Von daher sind wir die Einzigen, die noch übrig sind. Übrigens, Herrschaft heißt nicht, dass man die gesamte Zivilisation vernichten muss. Es reicht, wenn man die Hauptstadt erobert. Das reicht. Mehr muss man im Grunde nicht machen, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher und zerstöre gleich die ganze Zivilisation, damit die sich nicht wieder erholen kann. Und ja, liebe Freunde, was soll ich euch noch großartig erzählen? Mir hat das Spiel wahnsinnig viel Spaß gemacht am Anfang. Gerade so der erste Versuch, ja, das war so ein bisschen frustrierend, muss ich wirklich sagen. Gerade, wie gesagt, der erste Versuch war schwierig. Aber der zweite Versuch, der hat es locker wieder rausgeholt. Wir haben unsere Rache bekommen. Der Irokese, genauso wie der Deutsche, ne, die uns geärgert haben, gepiesackt haben, haben unsere Rache zu spüren bekommen. Ne, in ihrer ganzen Grausamkeit. Ich finde es übrigens sehr geil, dass der Weltkongress immer noch stattfindet, obwohl er eigentlich gar nicht mehr benötigt wird, weil alles sowieso nur noch eine Nation ist. Aber ich finde das echt interessant, weil ich habe das noch nie probiert, das mal weiterzuspielen, nachdem man fertig ist. Aber das mache ich jetzt einfach nur, weil ich weiß, ehrlich gesagt, nicht, ob das Spiel wirklich Credits hat oder eben nicht. Aber naja, gut. Wie gesagt, wir sind mit Japan fertig. Das nächste Volk werde ich mir noch raussuchen. Ich weiß auch gar nicht mehr großartig, was ich sagen soll. Deswegen höre ich jetzt an dieser Stelle auch auf. So sieht die Minikarte jetzt aus. Alle Zivilisationen, alle Stadtstaaten vereint unter einem Banner. Nämlich unter unserem Banner. Dem Banner des Reiches der aufgehenden Sonne. Beziehungsweise... mit Japan, liebe Freunde. Und ja, damit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Und wenn ihr mögt, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen, wenn es dann heißt Ankh 3, Kampf der Götter. Also das wird wieder ein kompletter Kulturwechsel von japanisch, fernöstlich-japanisch ins Altägyptische. Ja. Vielleicht wird dann auch der Alex Flattermann 85 wieder mit zu Gast sein. Mal gucken. Ich habe ihn noch nicht angeschrieben, werde ich aber mal die Tage machen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Oder aber alle spätestens zu Civilizations 5 Grundspiel only, beziehungsweise Grundspiel alleine. Mit der Zivilisation, wie gesagt, ich muss mir noch eine Zivilisation raussuchen. Ich muss erstmal gucken, welche überhaupt übrig bleiben von den DLCs. Wenn ich die alle rausgenommen habe, das werde ich nachher mal machen und dann mal gucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr es gucken werdet. Diejenigen, die sich das Spiel geholt haben und es selber gerne mal spielen wollen, viel Spaß beim Spiel. Habt viel Freude daran. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns dann. Ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allem, bleibt mir gewogen. Bleibt oder werdet gesund. Und bis dahin, ciao, ciao. Matane.